Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of Cthulhu, wie auch immer. Und ja, wir sind hier stehen geblieben mit dem Hauptziel, das Gemälde untersuchen und die Akte zum Fall Hawkins durchsehen. Wir schauen uns erstmal hier mal die Akte an, oder zumindest a warehouse on Dark den Kram hier. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Nicht besonders viel. Eine Versandadresse. Sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36, Darkwater. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt. Ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einen Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. Oder Simon, wie man es aussprechen mag. Und ja, können hier so ein bisschen was drehen, aber bringt, denke ich mal, nichts. Akte zum Fall Sarah Hawkins. Oh, irgendwas mit hier drücken. Hier ist nichts Neues. Bei Hinweisen ist was Neues aufgetaucht. Kapitel 1. Aber das haben wir ja eben gerade alles gelesen. Oder kann man da jetzt... Das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Hier steht ja jetzt... Hier steht ja immer noch inspizieren. Aber ich glaube, da passiert nichts, außer dass ich seitdem drehen kann. Okay, dann lassen wir es. Da fehlt uns noch das Gemälde. This symbol on the man's chest. It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Oh, okay. Jetzt habe ich auch noch hier so Entscheidungsmöglichkeiten. Das haben wir wohl freigeschaltet. Das hier ist wohl die Hauptaufgabe und der Rest ist einfach nur Grumgequatsche. Ermittlung Profi. Antwort freigeschaltet. Schauen wir mal. Wir gucken erstmal hier die Sprechblasen. Der Polizeibericht erwähnt ihre labile Psyche. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Sie hat Dinge gesehen. Er selbst hat's nie verstanden. Aber sie ist nicht verrückt. Okay. Interessant. Wahrscheinlich ist er eine Person, der es einfach nicht wahrhaben wollte oder will, dass seine Tochter anscheinend leichten Knacks hatte vielleicht? Gut, sagt man ja meistens, wenn Leute Visionen haben. Manche haben ja wirklich Visionen, das gibt es ja wirklich. Aber, dass er es selber nicht verstehen konnte und sowas, das sagt eigentlich, dass es nur durcheinander war, was eventuell als Vision hatte. Und dadurch natürlich könnte man das schon eigentlich als einen Knacks ansehen. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Ich habe die Zeit vergessen, auf Start zu drücken. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Muss ich das? Ermittlung Profi. An dieser Geschichte ist etwas faul. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory.
though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Finde ich persönlich jetzt nicht, also... Ich müsste jetzt nicht sagen, an dieser Geschichte ist etwas faul. Es klingt eigentlich alles relativ logisch. Aber gut, okay. Das ist ja das Spiel. Wir brauchen einen gewissen Grund, um dahin zu gehen, damit alles beginnt. Und das ist er scheinbar. Okay. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Und was müssen wir ja machen, damit wir weiterhin Geld kriegen? Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. So, wir haben hier erstmal lauter Sachen neu bekommen. Genau, mir bleibt jetzt nur noch nach Darkwater aufzubrechen. In meinem Bücherregal finde ich sicherlich etwas über Darkwater. So, Stephen Webster, ein wohlhabender Geschäftsmann von hohem Ansehen in Boston. Stephen Webster beauftragt mich, den Tod seiner einzigen Tochter Sarah Hawkins zu untersuchen. Dieser Mann akzeptiert weder ein Nein noch unbequeme Wahrheit. Er würde alles tun, um zu beweisen, dass seine Tochter nicht wahnsinnig war. Habe ich das nicht vorhin schon gelesen? Oh, guck mal, wir haben hier sogar noch mehr. Charles Hawkins, Tätigkeit Reeder, was auch immer. Alter 41, Charles Hawkins war eine... örtliche Berühmtheit auf Darkwater. Als Erbe einer Reeder-Familie reiste er viel. Keine Ahnung, was eine Reeder-Familie ist. Bei einer Reise nach Paris traf er Sarah Hawkins. Sie verliebten sich, heiraten und Hawkins brachte sie auf die einsame Insel in Darkwater. Sie hatten einen Sohn namens Simon und führten ein äußerst zurückgezogenes Leben. Verstorben. Sarah Hawkins. Auch verstorben? Tätigkeit Malerin, Alter 33. Sarah Hawkins ist eine für ihre Schauerkunst bekannte Malerin. Sie wurde für die Fremdartigkeit ihrer Arbeit und ihre seltenen öffentlichen Auftritte gefeiert. Ich glaube, sie sagte einst, ich male nur, was meine Träume mir einflüstern. Ihre Vermählung mit Charles Hawkins vor vielen Jahren überraschten die Boulevardpresse. Eine reiche Bostoner Erbin, bekannt für ihre Präsenz auf zahlreichen Partys, folgt ihrem neuen Ehemann und lebt als Einsiedlerin auf der Insel Darkwater. Sie verschwand von den Titelseiten und niemand hörte mehr von ihr. Selbst die Tod in einem Feuer blieb ein Geheimnis. Nur ihr Vater Stephen Webster sucht noch nach der Wahrheit. Das ist der Simon? Verstorben. Alter 11. Einziger Sohn von Sarah und Charles Hawkins. Er starb in dem Feuer, das seine gesamte Familie tötete. Hier haben wir jetzt noch was. Kunst von Sarah Hawkins. Für die einen ist sie eine künstlerische Visionärin, für die anderen eine völlig überschätzte Hochstaplerin. Sarah Hawkins spaltet die Gemüter. Die geheimnisvoll zurückhaltende Künstlerin erschafft kuriose Werke mit wuchtigen Farben und ungestümen Pinselstrichen. Wenn ihre Gemälde ein Manifest ihrer Gedankenwelt sind, öffnet Sarah Hawkins Portale zu anderen Dimensionen. Ausschnitt aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Hinweise, hier haben wir jetzt nochmal das Bild. Das Gemälde zeigt die Silhouette eines Ungeheuers, das eine Frau und ein Kind bedroht. Im Hintergrund sind Flammen zu sehen. Stephen Webster glaubt, dass das Gemälde mit dem Tod seiner Tochter Sarah Hawkins in Verbindung steht. Das gilt es wohl herauszufinden.
Okay, weiter geht's. Wir sind schon... Okay, bei meiner Uhr zumindest jetzt bei 5,5 Minuten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Nee, haben wir nicht. Wobei doch so, ja... 10, 12 Minuten haben wir noch. So, das Buch ist, denke ich mal, hier. Das hatten wir... Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Darkwater Island ist seit dem 14. Jahrhundert bewohnt und noch immer durchdrungen von Erinnerungen an früheres Stammesleben. Bei aller Romantik dieser langsam verfallenen Zeugnisse naiver und primitiver Religionen darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände lange verlassener Höhlen. War es ein Gott des Meeres oder der Träume? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner, Nachkommen, stolzer Walfänger, gedenken noch immer der geheimnisvollen und aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel vor der Küste Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Nach Darkwater reisen. Okay. Dann hauen wir doch mal ab hier. Wir haben ja, denke ich mal, jetzt eigentlich alles durchgeguckt. Und ich glaube, ich muss hier auch verlassen gehen. Und eben gerade nochmal irgendwie was Neues bekommen. Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce Ermittlungen zu sein. Gut, schauen wir mal nach. Jetzt muss der Wahnsinn nur noch lernen. Und ich glaube, im nächsten Teil machen wir meine Cam dann doch entweder unten rechts oder wieder unten links hin, weil ständig oben links mir was angezeigt wird und meine Kamera ist dann irgendwie im Wege. Ach ja. So, der Wahnsinn müsste eigentlich geladen sein jetzt. Wahnsinn betreten. Hope Inductive Presence. Game by, keine Ahnung, Kier Knight Studio oder so. Call of Cthulhu. Wie gesagt, wenn ich es richtig ausspreche, ich weiß es nicht. Killer. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce.
Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Neues hier. Mit Fitzroy sprechen. Und da haben wir wieder einiges zu lesen, weil sehr wahrscheinlich Docks von Darkwater in die Bar gehen. Mit Bradley sprechen, mit Fitzroy sprechen. Okay. Docks von Darkwater. Bei meiner Ankunft auf Darkwater sah ich dichte Wolken am Himmel. Sie hingen so tief, als wollten sie sich auf den spitzen Klippen rund um die Insel aufspießen wollen. Fitzroy, der Kapitän der einzigen Nussschale, die es bis aufs Festland schafft, bot mir Hilfe an. Er könnte Unterlagen besitzen, die Charles Hawkins gehört haben könnten. Entschuldigung. Fitzroy hat mir geraten, der Hafenbar einen Besuch abzustatten. Er erwähnt einen kleinen Aufräumer. Ich schätze, ich könnte mir dabei auch gleich einen Überblick über die Insel verschaffen. Fische haben sich um den Kadaver eines Killerwals versammelt. Das könnte ich mir mal ansehen und hören, was die örtliche Polizei zu sagen hat. Kapitän Fitzroy hat mir angeboten, mir seine Funde zu den Hawkins aus den Archiven des Büros des Hafenmeisters zu zeigen. So, was haben wir hier? Einen Charakterpunkt zur Verfügung. Okay. Eins ist ein bisschen wenig. Orte. Darkwater Island. Diese einsame Fels vor der Küste Bostons scheint völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Die Küste dieser kleinen, öden Insel besteht aus Steine, Felsklippen und steinigen Riffs mit nur einer Mündung in den Ozean. Sie ist hauptsächlich von Nachfahren der Walfänger bewohnt, die die Insel im 19. Jahrhundert als Versorgungsposten nutzten. Ihre Wirtschaft ist mit dem Ende des Walfangs zusammengebrochen. Das Medizinische Institut ist wohl das einzige profitable Unternehmen dort. Naja, die Medizin. Wie so oft. Hafen von Darkwater. Bei der Einfahrt in den Hafen von Darkwater kommt man noch immer am Wrack der Skylla vorbei. Dem letzten Walfangschiff, das einen Fang heimbrachte. Seeleute laufen auf der Suche nach kleinen Tagesjobs am Hafen herum. Eine Schmugglerbande hat sich hier niedergelassen und dringt langsam in das Gebiet von Kapitän Fitzroy vor. Den letzten Seemann, dessen Boot die Reise zwischen der Insel und dem Festland bewältigen kann. Das goldene Zeitalter des Walfangs ist hier nur noch eine ferne Erinnerung. Okay. Hauptziele mit Fitzroy sprechen, Nebenziele in die Bar gehen, mit Bradley sprechen. So, wir schauen uns natürlich hier erstmal wieder ein bisschen um. Licht haben wir schon mal keins. Ich weiß noch gar nicht, ob wir irgendetwas zum Sammeln hätten oder so. Okay, reden geht wohl nicht. Hier ist auch nichts. Das hier ist normal laufen. Ich renne dann schon, wenn ich jetzt so mache. So, dann schauen wir uns mal hier diese Truppe an. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You see how old this thing is? If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. Okay.
The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Okay, here's Felix. Okay. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Ich kann auch nicht weiter. Ich glaube, die da hinten versperren auch den Weg. So, damit man halt eben nicht weiter kann. But you can stay to watch if you want. You can pick up. There's nothing for you here either. Come on, you bastard. You'll see what a true sailor's got in his belly. Okay. Die bedrängen da scheinbar irgendwen. Okay, wir können also nicht viel machen. Was haben wir denn hier? Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Er scheint ja gerne immer mal was zu trinken. Ach, guck an. Ah ne, die können wir nicht mitnehmen. Ich habe schon gedacht, die wäre für uns. Die steht hier so verlassen allein. Gut, dann gehen wir erstmal in die Bar. Die kennen es ja schon, immer erst die Nebenaufgaben, dann die Hauptaufgaben. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Halten, um Redegewandtheit zu testen. Halten, um Stärke zu testen. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well. Which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Okay. Gibt es hier kein Alkoholverbot? Ich suche das Lagerhaus. Mehr über Darkwater erfahren, das wäre natürlich gar nicht mehr so verkehrt, denke ich mal, einen Drink bestellen. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Okay.
Oh. Mehr über Sarah Hawkins erfahren, warum zum gestrandeten Wal. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Okay, ja, ich muss los, ich habe Frühschicht. Habe ich euch ja gesagt, ich kann jetzt gerade mal so einen Teil aufnehmen morgens. und das war's hier, das heißt, ich höre jetzt hier erstmal auf, ich rede dann später nochmal mit dem. That'll be all for now. Und ja, dann sehen wir, das Spiel hat sogar gespeichert, das ist gut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder ab hier. Allerdings bin ich dann unten rechts, nehme ich mal an. Da habe ich bis jetzt noch nichts aufleuchten sehen an Informationen oder sowas. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen. Es ist sehr viel nichts passiert bis jetzt. Hauptsächlich eine Information und Lesen. Gut, das ist der Anfang des Spiels. Man muss ja erstmal in die Story irgendwie reinkommen. Man muss natürlich wissen, um was geht es, was ist passiert, was müssen wir machen und sowas. Klar, natürlich. Und später dann geht das Spiel, denke ich mal, gut voran. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das Spiel dann auf jeden Fall sich entwickelt. Ich hoffe, ihr auch und seid dann das nächste Mal dann wieder mit dabei. Und ja, viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf meiner Kanalseite. Vergesst nicht den Daumen nach oben oder ein Abo, falls ihr bei mir neu seid. Herzlich willkommen dann übrigens. Und ja, das war von Nöhr Gameplays als Hobby mit Call of the Cthulhu auf Deutsch. Vielen Dank. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.